Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum FIFA Manager 2014. Ja, ich werde jedes Mal speichern, wenn die Folge beendet ist, beziehungsweise die neue Folge anfängt. Wir waren letztes Mal dabei, ich habe die Mannschaft vorgestellt, ich habe die anfänglichen Einstellungen eingestellt, ich habe das Team irgendwo hingeschickt, nach Sylt natürlich. Und jetzt werde ich erstmal dazu sagen, ja, was machen wir jetzt? Kümmern wir uns um den Transfermarkt. Falsch. Wir kümmern uns erstmal um die Mitarbeiter. Das ist nämlich wirklich eigentlich das Wichtigste. Und ich sehe schon, suck it. Ich brauche keinen Trainer, der so eine geringe Stärke hat. Und deshalb suchen wir uns jetzt einfach einen. Er muss mindestens 3,5 Talent haben. Maximal 99 bitte. Und mindestens eine Stärke von 70. Das Alter ist mir fast immer egal, weiß ich nicht. Wir gucken jetzt einfach mal, was es hier gibt. Und ich sehe hier sofort einen Co-Trainer mit vollem Talent. Und er hat, was ist das? 4-1-2-1-2. Das ist eine Raute. Er ist eigentlich der ideale Trainer, also der Co-Trainer. Ich muss jetzt nur noch mal kurz gucken, ob es nicht noch einen anderen gibt. Vielleicht für das System, was wir haben. 4-3-3. Und nein, gibt es nicht. Also nehmen wir einfach ihn. Ganz einfach. Der wird sich extrem entwickeln noch. Also das ist alles super. 250.000 Gehalt. Ja, der Herr will bedient werden. Natürlich. Beruf ist er Trainer. Co-Trainer. Gut, dann haben wir einen Co-Trainer. Das ist schon mal sehr wichtig. Ich möchte gern auch einen ordentlichen Fitness-Trainer haben. Und also diese Abfindung hier ist mir jetzt erstmal egal, ne? Bitte, das ist wirklich lächerlich. 33.000, wen interessiert das? Und ich möchte auch gern unseres... Nee, nein, nein, ich gebe nicht noch Geld für dich aus, wenn ich dich sowieso feuer. So, entlassen, bitte entlassen. Obwohl der gar nicht schlecht war, aber eigentlich, naja, vergessen wir es. So, der Marketing-Manager ist da auch nicht so gut. Der Mannschaftsart ist schlecht. Oh, das hätte ich das doch gleich machen können. Naja, was soll's. Jetzt gebe ich nochmal Geld dafür aus. Vor allem der Fitnesstrainer und der Masseur. Der ist ja richtig gut. Ja, das kann man natürlich schön gekonnt ignorieren. Man kann auch in anderen Ländern gucken, ob es dort bessere Masseure gibt. Oh, 1,90 m. Das ist natürlich enorm. Man weiß, Masseure müssen alt sein, deswegen. Naja, aber ich guck mal. Vielleicht finde ich einen jüngeren. Ja, mit 59 und gutem Talent. Ach, Jungens. Na, ist mir auch egal jetzt. Wir werden ja auch nicht, eh nicht allzu lange spielen. Deshalb nehme ich jetzt einfach mal diesen französischen Masseur. Ja, das kann man auch falsch verstehen. Warum aber auch nicht? Ich weiß doch nicht, welche Vorlieben meine Sportler haben. Und ich möchte bitte einen guten Fitnesstrainer. Aber da wird sich doch jemand in Deutschland finden, oder nicht? Ja, mal gucken mit 64. Das ist alles ganz schön. Ach Mensch, Jungens, könnt ihr denn nichts? Könnt ihr denn gar nichts? Ich glaube, ich nehme mal dann einfach diesen... Ja, ich glaube, ich verzichte echt auf die Altersauswahl und nehme einfach mal diesen jungen Typen hier, diesen jungen, dynamischen Herren. Ich glaube, darauf achtet doch eh keiner so. Und den guten Marketingmanager, den will ich jetzt auch hier haben. Der sieht doch ganz gut aus, den nehme ich. Nehme ich. Zack, gekauft. So, Mannschaftsarzt brauchen wir. Es gibt keinen deutschen Mannschaftsarzt. Einen englischen, keinen französischen. Der ist uralt. Gibt es einen spanischen? Oh ja, da gibt es welche. Autsch. Das ist natürlich schwierig. Na, dann werde ich mal was anderes machen. Genau, jetzt sieht man hier nämlich auch andere Ärzte. Die haben nicht als beste Position Mannschaftsarzt. Aber das macht gar nichts, denn der hier, das hat trotzdem Stärke 88 und ist 55 Jahre alt. Deshalb nehme ich ihn nicht. Ich möchte nämlich doch erstmal in Deutschland gucken. Mal sehen, wer ist denn hier? Leon Baumgart, was kann der? Mannschaftsarzt 70, ja, das finde ich jetzt nicht so gut. Oh, der ist auch wieder so alt und der ist nicht alt. Was kann der? Dann Mannschaftsarzt 74. Nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut. Mecker, mecker, mecker. Vielleicht nehme ich dann doch den. Ich möchte gerne einen Mannschaftsarzt. Und dann kriege ich meinen Mannschaftsarzt. Ja, ich möchte ihn für die Position Mannschaftsarzt haben. Sehr schön. Gut, dann brauche ich noch Scouts. Jan Stemmkehl. Wer auch immer. Gekauft.
Wer ist das? Jonas Lohse, der ist auch ganz gut gekauft. Ich gucke da jetzt nicht speziell drauf, wie der bla bla bla. Ich möchte einfach, dass sie gut scouten können und schnell und das reicht mir dann. Und der hier ist auch Glenn Röder, der sieht auch sehr gut aus. Der ist auch gekauft. Zack, so. Gut, dann möchte ich gerne noch jemand anderes haben vielleicht. Torwarttrainer. Torwarttrainer. Jugendtrainer. Ach, auf jeden Fall einen besseren Jugendtrainer und einen besseren Amateurtrainer. Der schon wieder keine beste Position, muss ich halt wieder gucken. Gucken wir mal, der hier ist ein Psychologe und Training. Mal sehen, was kann da, wo steht denn das? Steht ja gar nicht. Bin ich blöd? Achso, Berufsmediziner, Trainer. Das wäre zum Beispiel ein guter Amateurtrainer. Den könnte ich nämlich, ja, das werde ich auch gleich machen. Den werde ich als Amateurtrainer. Habe ich jetzt den genommen? Mal gucken. Trainer. Amateur. Ja, oh, das ist ja noch besser. 55. Lecker. Den nehme ich. Ja, als Amateurtrainer bitte. Und dann brauche ich natürlich noch einen anderen. Und das wird Daniel Hörtnagel sein. Komme ich nämlich hier über Psychologen, ne? Coole Frage auch. Naja, aber die können das anscheinend halt, ne? Die können das halt. Jugendtrainer. Auch nicht schlecht, sondern. Aber warum? Ich frage mich echt, wenn das Psychologen sind, haben die denn jetzt Ahnung vom Fußball oder. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. So. Ich glaube, dann habe ich auch erstmal genug. Oh, Sportdirektor, das muss nicht sein. Ne? Also, man findet echt fast nie Sportdirektor. Jetzt muss ich doch mal gucken, ob es nicht noch einen anderen gibt, weil 73 ist echt dürftig. Und man findet wirklich nirgendwo einen. Und auch nicht ansatzweise. Ich verstehe nicht, warum er das so gemacht hat. Doch. Oh, ein Geschäftsführer. Sportdirektor 72. Ja, das ist doch schon mal besser, als was ich vorher hatte. Zwar wird er vielleicht jetzt ein bisschen teuer, aber er wird sich schon an seine neue Position gewöhnen, der Russe. Ja. Geschäftsführer. Kann ich auch noch gucken. Pressesprecher. Alles nicht so wichtig. Hauptsache, die Leute, die sind gut, die mich fit halten. Das ist das Allerwichtigste. Ja, jetzt gucke ich nochmal meine erste Mannschaft. Ich wollte nämlich alle Spieler verticken. So wie das beim letzten Mal halt war. Und das werde ich jetzt auch gleich machen. Und ja, wir sind immer noch am ersten Tag. Das ist halt eine Aufgabe, der erste Tag. Ne. Das muss man erstmal sehen. So. Atems Rudnäs wird auch verkauft. Wer wird hier noch verkauft? Verkauft, verkauft. Menzien wird verkauft. Gut. Und Jonathan Tah, der kommt natürlich in Sturm. Ist klar. Das hat sich gereimt, aber ist mir doch egal. Naja, ich werde Tah jedenfalls nicht in Sturm tun, sondern ich werde ihn erstmal für Giroud, der sowieso verletzt ist, einsetzen. Und im Sturm wird er erstmal Jacques stürmen. Mal gucken, was aus dem noch wird. Ich werde aber auf dem Transfermarkt auch noch zuschlagen, denn ich habe ja ein bisschen Geld. Nahezu 8 Millionen. Schön, oder? Geld. So, mal sehen, wie er verkauft wird. Man sieht rechts oben immer, wie sie verkauft werden, zu welchem Angebot. Und er wird auch verkauft. Sehr schön. Mal gucken, an wen er geht. Dropny. Ebenfalls verkauft. Sehr schön. Das kann so weitergehen. Mancien. Nicht verkauft. Gut, Problemkind, muss man sich drum kümmern. Rajkovic hatte ich schon geklärt, der wird verkauft. Hiratschek, der muss auch verkauft werden. Ja, der wird auch verkauft, sehr schön. Rudnevs, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, wird auch nicht verkauft. Da muss ich mal gucken, ob ich weniger Geld verlangen kann. Und Goiko Katscha, der wird auf jeden Fall auch verkauft. Ja, sieht doch eigentlich gut aus. Bis auf eben die Herren Rudnevs. Da kann ich das jetzt versuchen manuell zu erledigen, dass ich irgendwie den so verticke. Das ist aber auch immer so eine Arbeit. Da möchte man sich eigentlich gar nicht drum kümmern. Und ja, zweite Liga, der wahrscheinlich nicht genug Geld. Das wird wahrscheinlich so sein. Gut, ein guter Tipp ist für mich immer Italien. Das heißt natürlich nicht, dass es jetzt klappt. Das ist ein Vorführeffekt. Natürlich wird es dann natürlich nicht klappen. Aber man kann es einfach versuchen. So, da sah man schon, der wollte den, aber das Transferbudget war einfach nicht ausreichend. Das ist ja meistens so. Das kann man ja auch mal ganz gerne sagen. Ja, wir wollen ihn gern haben, aber unser Geld reicht nicht aus. Kann man ja so sagen. Gut, Portugal vielleicht. Möchte er nach Portugal? Kommt ein guter Spieler. Ja. Bitte, nimm ihn jemand. Bitte, bitte. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Nicht mal in die Türkei kann er hin. Das ist ja so gemein.
Das ist immer eine riesige Arbeit. Dass ich warte einfach mal und werde einfach mal seinen Marktwert um 1 Million, also das, was ich verlange, werde ich einfach mal um 1 Million runtersetzen. Mal sehen, ob sich das dann ändert. Wer wollte auch nicht? Manzien wollte nicht. Ja, vielleicht können wir da genau 3 Millionen verlangen. Das ist natürlich dann was anderes nochmal. Ich gucke mal, ob er vielleicht nach England könnte. Crystal Palace, Hull City, da ist er auch. Mal sehen, wie viel fahren sie. 2 Millionen, boah, das ist wenig. Da muss ich leider weiter anbieten. Das ist mir nämlich zu wenig. So, England. Newcastle will ihn eigentlich nicht. Cardiff City. Cardiff City möchte ihn auch. 3 Millionen. Perfekt. Der ist weg. Sehr schön. Dann gucken wir mal weiter. Wen könnte ich denn jetzt hier. Genau, machen wir uns mal auf die Spielersuche. Ich muss nämlich wissen, wen ich jetzt kaufen möchte. Also ich brauche keinen Torwart, das schon mal klar, ne? Ich brauche keinen, nicht unbedingt links und rechts, das muss ich mal gucken. Also links und rechts Verteidiger. Innenverteidiger brauche ich eigentlich auch nicht, da habe ich eigentlich 4 Stück. Dazu kann man einen defensiven, also merken, einen defensiven könnten wir suchen. Zentrale haben wir genug. Auf jeden Fall einen Linksaußen. Einen Rechtsaußen haben wir. Vielleicht sogar mehrere Außen, muss man gucken. Also auf jeden Fall ein Außen, defensiv Außen und ein Stürmer. Und zwar der Stürmer, der jetzt gerade weggegangen ist für Rudnevs oder beziehungsweise noch nicht weggegangen ist. Da könnte ich eigentlich nochmal kurz gucken. Das tut mir jetzt leid, dass das wieder was dauert, aber man muss es halt einfach erledigen. Und da ich gerade in England schon Glück hatte, werde ich mal versuchen, ob ich hier jetzt auch Glück haben werde. Vielleicht mag er England ja. Oder vielleicht mögen die ja auch ihn. Vielleicht ist er ja ein netter Kerl. Vielleicht ist er zu Recht von Unrecht, Unrecht von mir verstoßen. Und er ist nur ein armer Junge und weiß gar nicht, was er tun soll. Und ich bin so gemein. Ich bin so gemein. Aber anscheinend hatte ich doch recht. Niemand will ihn haben. Vielleicht willst du nach Norwegen. Nein, vielleicht willst du nach Portugal, da war ich eben schon. Gut, ich lasse es einfach. Ich werde mal gucken, ob ich ihn im Laufe der Zeit verkaufen kann. Also Stürmer, Linksaußen, defensiver Mittelfeldspieler. Das suchen wir doch. Mal gucken. Also hier möchte ich erstmal auf 7. Ich möchte mindestens bitte 7 Sterne haben. Talent 7. Das ist wichtig, einfach. Ganz wichtig. Gut. Schon mal, um das festzulegen. Wer ist das denn hier? Abdul Majed Wares. Den könnten wir zum Beispiel einmal ins Blickfeld aufnehmen. Denn was ich vergessen habe, ist, dass ich bei meinen Scouts bitte alle scouten möchte, die in meinem Blickfeld sind. Das sind Leute einfach nur, die ich sehe. So. Dann hätte ich hier verschiedene zur Auswahl. Douglas Costa. Ja, der wird bestimmt ganz gut sein. Den möchte ich aber auch bitte erstmal ins Blickfeld packen. Ich nehme jetzt einfach mal alles, was mir in die Finger fällt. So. Also alles erstmal hier, ne? Im Transfermarkt. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Wer ist das? Kevin Money Paquet, der ist mir eigentlich zu schlecht. Siem de Jong, nein, brauche ich nicht. Pablo Piatti. Ihn kann man holen, aber er ist verletzungsanfällig. Sowas will ich nicht haben. Ich möchte keine verletzungsanfälligen Spieler haben. Und ich könnte Niklas Bendtner holen. Das ewige Problemkind. Er wird 6,8 Millionen Mark wert, aber es ist bestimmt günstig. Und er will nur ein gutes Gehalt. Er ist sehr günstig. Ja, da könnte man drüber nachdenken. Das könnte man überlegen. Ich mache ihm einfach mal ein Angebot. Denn die Verhandlungen werden ja noch ein bisschen dauern. Jetzt sehe ich sonst erstmal noch keinen. Nordin Amrabat. Ja, die sind mir alle irgendwie ein bisschen zu alt schon, muss ich sagen. Also wird das nichts. Gut, dann brauche ich auf jeden Fall einen Defensiven. Und da werde ich in der Liga wildern, denn ich habe da auch schon welche, den ich im Auge habe. Erstmal ihn. Er ist gerade vom HSV zu Leverkusen gewechselt. Und er ist natürlich der Enkel von Uwe Seeler. Ich will ihn trotzdem haben. Ich will ihn haben. Und auf jeden Fall Max Meyer. Ich werde ihn ausbilden, soweit ich kann. Vielleicht werde ich ihn als Linksaußen einsetzen. Er ist aber ein Dribbeltier, das kann man sich nicht entgehen lassen. Den kann man sich einfach wirklich nicht entgehen lassen. So, und Marc-Oliver Kempf. Viele Top-Teams sind hinter ihm her. Ich werde ihn mal scouten. So, was mache ich hier eigentlich? Das ist doch völliger Quatsch. Ich werde erstmal auf junge Spieler gehen. Das sind Spieler zwischen 15 und 23, die eine gewisse Stärke haben, wie auch immer, aber 3,5 Talent auf jeden Fall. Und ich werde DMs suchen. Und eigentlich möchte ich einen deutschen Spieler haben, denn ich möchte gerne deutsche Spieler haben. Ich möchte gerne einheimische Spieler fördern. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ein Rassist bin oder irgendwie andere Nationen nicht mag. Ich möchte einfach nur das eigene Land fördern. Das wird ja wohl erlaubt sein.
Ich könnte zum Beispiel auf ihn setzen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er kostet. Ach, er ist schon gewechselt. Das habe ich ganz vergessen. Natürlich, ich kann nicht auf ihn setzen. Wer jemand noch da ist, ist Niklas Stark. Ein junges Talent aus Nürnberg. Nicht allzu teuer. 18 Jahre, das ist wirklich sehr jung. Und den könnte ich eventuell sogar gebrauchen. Hani Mukhtar, ja, wer weiß, wer das ist, ne? Wer weiß das schon? Mal sehen, wie viel sie für Granit Xhaka wollen. Sehr viel. Gut. Also, ich werde mal weiter gucken. Also Leon Goretzka hatte ich jetzt, Niklas Stark. Goretzka könnte man halt als DM ausbilden. Er ist fleißig, das ist okay. Das kann man machen. So, Tom Tribol möchte ich nicht. Das ist ein Bremer. Ich mag keinen Bremer. Na, das ist natürlich auch ein Witz. Das ist natürlich nur Fangehampel und so. Ja. Bitte nicht allzu ernst nehmen. Bitte. Dankeschön. Ja. Naja, gucken wir mal weiter. Oh, Lindsay Rose. Ich weiß nicht, ob die in meinem Team so gut tut. Ob dich nicht dann die anderen Spieler so abgelenkt sind von ihr andauernd. Das wäre nicht sehr schön. Oh. Naja. Gucken wir mal weiter, 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 weiter. Fabian Scher ist auch ein Spieler, der sich immer gut entwickelt eigentlich. Ich werde ihn mal im Auge behalten. Ist zwar Schweizer, aber pff, was soll's. Ein Vorteil ist natürlich, dass auch wenn sie aus dem eigenen Land kommen, dann müssen sie erstmal die Sprache nicht lernen. Und ich muss nicht dafür sorgen, dass sie die Sprache lernen. Ein anderer Fall ist nämlich Marc Bartra. Ich bin mir sicher, dass er nicht zu teuer ist. Und das ist er auch nicht. Man könnte ihn für nicht so teuer Geld kriegen, vielleicht für 4 bis 5 Millionen. Ich werde ihn auf jeden Fall mal im Blickfeld haben. Warum nicht? Er wird sich bestimmt entwickeln. Ja, Toni Kroos kaufen wir natürlich sofort. Also sofort. Da habe ich ja gar keine Worte. Den können wir nicht kaufen. So, gucken wir mal weiter, weiter, weiter. Ach, ich finde das. Wer ist das denn? Morgan Schneiderlein. Er ist auch fleißig. Auch interessant. Was kostest du? Nee, du bist zu teuer. Na gut, es wäre witzig gewesen einfach. Den Spieler kannte ich noch nicht. Gut, im Prinzip haben wir jetzt unsere Spieler. Ich könnte auch den Geis hier reinnehmen in die Auswahl. Allerdings ist er vielleicht zu teuer und andererseits ist er auch nicht verfügbar, weil er wahrscheinlich gerade gewechselt ist. Was machen wir mit ihm? Seat Kolasinac? Nee, er wird nicht zu mir wechseln. Gut, und da wäre hier noch Pierre-Emil Højbjerg, den könnte man vielleicht holen, bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. So, auf jeden Fall haben wir unseren Zentralen. Und jetzt werde ich mal nach links außen gucken. Links außen, mal sehen, wen ich da finde. Heung-Min Son, gerade den Verein verlassen, der wird es wahrscheinlich nicht. Wen ich mir vorstellen könnte, das wird aber ein bisschen teuer, das ist halt Kevin Volland. Ah, der könnte sehr. Oh, das wird zu teuer. Ja, das wird viel zu teuer, den kann ich mir nicht leisten. Schade eigentlich, denn er wäre schon sowas wie eine kleine Hoffnung. Eine kleine. So, gucken wir mal weiter. Juan Mi, keine Ahnung, wer das ist. Kevin Morata, ja gut, kaufen wir mal ein Top-Talent. Oh, ich sehe gerade, ihr könnt ihn ausleihen mit Kaufoption. Mal sehen, was ist, wenn wir 5 Millionen bieten mit Kaufoption. So, 20 Millionen. Na, sagt ihr dann nicht? Das hat ihr doch. Könnt ihr gar nicht Nein sagen. Boah, ist er teuer. Vor allem, also der würde mich jetzt insgesamt 25 Millionen kosten. Nein, tut mir leid, ich kann das nicht machen. Das ist unverantwortlich. Das ist wirklich, wirklich unverantwortlich. Gucken wir mal weiter. Ola John. Ja, wie man nicht alles kriegen kann, ne? Muss man echt immer überlegen. Gaston Ramirez, also eigentlich, was ich nochmal einstellen sollte, ist, dass ich nur realistische Transfers kriege. Gylfi Sigurdsson. Auch wenn er Spielmacher ist, ihn fände ich sehr interessant. Und er ist auch nicht unbedingt, er spielt auch nicht immer. Und er wäre auch nicht zu teuer. Ihn könnte man sogar unter Marktwert bekommen. Also ich werde ihn mal beobachten. So, und wer das jetzt erstmal damit, wen sucht die Defensiv? Links außen Stürmer. Einen habe ich noch in Auswahl, der heißt Kolbein. Ach, ich sagte Kolbe. Vielleicht funktioniert mein B nicht. Kolbein Sigurdsson. Ne, Sigtorsson. Und den bin ich, also ich bin der Überzeugung, dass wir den relativ günstig kriegen können. Ja, muss man gucken. Vielleicht werde ich ihn als Stürmer holen. So, den werde ich auch nochmal hier ins Blickfeld. Und ab dafür. Da jetzt zu meinen Scouts.
Ich werde mir dein Scout-System kaufen. Ich habe noch nicht so die große Verwendung dafür gehabt, aber auf jeden Fall mit den Einstellungen. Alter bitte möglichst jung, denn alte Spieler muss ich nicht gescoutet haben. Und die geschätzte Stärke bitte, ja, sagen wir mal ab 60. Also ich möchte da echt nicht zu schlechte Spieler drin haben, aber auch nicht. Junge Spieler können ja auch talentiert sein. Also 7, ich hätte gerne wöchentliche Updates und hier sieht man schon mal unser Blickfeld, das ganz schön groß ist. Und man sieht, es sind sehr junge Spieler. Gut, unsere Scouts, wenn sie kommen, werden sich darum kümmern und schon wäre das erledigt. So, jetzt haben wir eigentlich die erste Mannschaft schon mal durch. Die Transfers haben wir auch schon mal geplant. Jetzt gucke ich nur mal Finanzstatus. Sieht man so unseren Finanzstatus? Man kann einen Investor aktivieren. Yippie-juhey. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt gleich tue. Deshalb werde ich da noch nicht draufklicken. Allerdings kann es echt sein, dass man den von dem so viel Geld bekommt. Mal gucken. Vielleicht, wenn ich es wirklich brauche, dann mache ich es. Es ist ja auch immer die Abhängigkeit, die man sich verkauft. Das muss man sehen. Und ein kleines Ding, was wir nächstes Mal machen werden, das sind hier erstmal die Verträge verlängern und dann geht's auch schon weiter. Dann geht's, was heißt weiter? Dann geht's erstmal richtig los überhaupt. Dann geht's erstmal richtig los in der Saison. Wir sind immer noch am ersten Tag und das schon nach 2 Folgen. Deshalb bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es ist jemand dabei und ciao.